Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, im nächsten Kapitel lösen wir uns von den Permutationen, also von dem Fall, dass wir alle Gegenstände anordnen, die wir vorfinden, und kommen zum Urnenmodell. Und da ist es ja gerade nicht so, dass wir alle Gegenstände anordnen, sondern wir treffen in der Regel durch Ziehungen eine Auswahl und überlegen dann, wie viele Möglichkeiten der Anordnung existieren. Ja, und in diesem Bereich werden jetzt gleich Formeln auftauchen, wobei in den Formeln die Buchstaben klein n und klein k auftauchen, wobei n für die Anzahl der Elemente steht und k für die Anzahl der Ziehungen. Ja, und um den Gedanken des Urnenmodells aufzugreifen, stellen wir uns jetzt eine Urne vor. In der Urne sind drei Kugeln drin, drei Elemente, wobei die Kugeln durchnummeriert sind mit den Zahlen 1, 2 und 3. Und der Versuch geht in die Richtung, dass wir aus dieser Urne zweimal ziehen möchten. Aus den Daten, die bisher gegeben sind, folgt, dass n den Wert 3 hat. Die Anzahl der Elemente beträgt nämlich 3. Wir haben 3 verschiedene Kugeln in unserer Urne. Und k ist gleich 2, denn wir möchten gerne zweimal ziehen, also die Anzahl der Ziehungen beträgt 2. Ja, und jetzt, wo die groben Rahmenbedingungen geklärt sind, müssen wir noch einige Vereinbarungen treffen. Und zwar müssen wir Kriterien klären, wie wir aus dieser Urne ziehen. Also, was machen wir mit den Kugeln, wenn wir sie gezogen haben? Legen wir diese Kugeln wieder zurück oder legen wir diese Kugeln nicht zurück? Zurücklegen ist also das eine Kriterium, was wir an der Stelle beachten müssen. Das andere Kriterium ist die Reihenfolge. Also, soll die Reihenfolge, in der wir die Kugeln aus der Urne ziehen, eine Rolle spielen oder soll sie keine Rolle spielen? Ich fasse kurz zusammen, welche Fälle wir jetzt unterscheiden müssen. Wir müssen unterscheiden, ziehen wir aus der Urne mit zurücklegen oder ohne zurücklegen und ziehen wir aus der Urne mit Reihenfolge oder ohne Reihenfolge. So, wir müssen also folgende 4 Fälle unterscheiden. Zum einen mit zurücklegen mit Reihenfolge, dann ohne zurücklegen mit Reihenfolge, mit zurücklegen ohne Reihenfolge und ohne zurücklegen ohne Reihenfolge. Das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen viel auf einmal. Wir werden das konkret an dem Beispiel jetzt mal durchspielen und da wird das Ganze schon ein bisschen übersichtlicher. Also, beginnen wir. Wir wollen aus dieser Urne mit den Kugeln 1, 2 und 3 zweimal ziehen unter der Bedingung mit zurücklegen. Wir legen also gezogene Kugeln zurück und die Reihenfolge soll eine Rolle spielen. Dazu werden wir jetzt folgende Darstellungsweise wählen. Also, es könnte ja zum Beispiel Folgendes passieren. 1, 1 soll heißen, wir haben zweimal aus dieser Urne die Kugel 1 gezogen. Jetzt kann es aber auch passieren, dass 1, 2 eintritt. In diesem Fall hätten wir zunächst die Kugel 1 und dann die Kugel 2 gezogen. Kann aber auch 1, 3 passieren, Kugel 1 und Kugel 3. Genauso kann aber sein, dass ich zuerst die Kugel 2 gezogen habe und dann die Kugel 1.
2-1. Bei 2-2 hätten wir nacheinander die 2 und die 2 gezogen. Und 2-3 kann ebenso passieren. Kann aber auch sein, dass die erste Kugel, die ich ziehe, die 3 ist und danach die 1 kommt. Oder danach die 2. Oder danach die 3. Wir sehen schon, in dem Fall mit Zurücklegen und mit Reihenfolge existieren insgesamt 9 Möglichkeiten. Die passende Formel für diesen Bereich lautet n hoch k. N hoch k. Wenden wir das an. N ist die Anzahl der Elemente, 3. K ist die Anzahl der Ziehungen, 2. Wir gelangen also zu 3 hoch 2. Und 3 hoch 2 ist ja nichts anderes als 3 mal 3, also 9. Wie wir sehen, die Formel sagt uns, dass es 9 verschiedene Möglichkeiten gibt. Und genau diese 9 Möglichkeiten sehen wir hier. So, als nächstes schauen wir uns den Fall an. Ohne Zurücklegen mit Reihenfolge. Ich habe erstmal alle Möglichkeiten übertragen, die wir hier in dem ersten Fall auch sehen. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen überlegen, welche Fälle können denn eigentlich in diesem Bereich nicht eintreten, insbesondere aufgrund der Tatsache, da wir den Versuch jetzt ohne Zurücklegen durchführen. Naja, überlegen wir mal. 1-1 ist eine Sache, die kann eigentlich gar nicht passieren. Denn wenn wir zunächst die Kugel 1 ziehen, diese aber nicht zurücklegen, kann ich im zweiten Versuch nicht nochmal die 1 ziehen. Also 1-1 ist nicht möglich. Ebenso 2-2, ebenso 3-3. Und deswegen sind eben diese drei Möglichkeiten nicht möglich, verbleiben insgesamt also 6. Schauen wir uns die Formel an, die in diesem Bereich existiert. Sie lautet n Fakultät durch in Klammern n minus k Fakultät. Wir setzen ein, n ist die Anzahl der Elemente, also 3. 3 Fakultät durch in Klammern n ist wieder 3 minus k ist die Anzahl der Ziehungen, es wird zweimal gezogen. Also 2, Klammer zu, Fakultät ist gleich. 3 Fakultät ist 6, ist nämlich 1 mal 2 mal 3. Unten im Nenner haben wir 3 minus 2, ergibt 1. 1 Fakultät ist 1 und 6 durch 1 ergibt 6. Und das sind genau die 6 Möglichkeiten, die wir hier sehen. Also, wenn wir den Versuch ohne Zurücklegen durchführen, dann müssen wir die Elemente entfernen, wo eben die Elemente wiederholt auftauchen. 1, 1, 2, 2, 3, 3. So, jetzt kommen wir zu dem wohl schwierigsten Teil innerhalb dieser Übersicht. Jetzt wird der Versuch mit Zurücklegen und ohne Reihenfolge durchgeführt. Ich habe wieder die Ergebnisse übertragen, die wir in dem ersten Fall hatten. Der Unterschied ist jetzt, dass wir in diesem Bereich den Versuch mit Reihenfolge durchführen und in diesem Bereich ohne Reihenfolge. Jetzt geht es also um das Kriterium Reihenfolge. Dieses Kriterium ist gar nicht so leicht zu verstehen. Ich werde es mal folgendermaßen versuchen. 1-1 wäre eine mögliche Variante, die entstehen kann. Wir ziehen zuerst die Kugel Nummer 1, dann die Kugel Nummer 2. Ebenso kann passieren 1-2, zuerst die 1, dann die 2. Und ebenso 1-3, zuerst die 1 und dann die 3. In unserem Fall spielt ja die Reihenfolge keine Rolle, also ohne Reihenfolge. Deswegen kommen wir jetzt zu dem kritischen Punkt. 2-1 ist keine neue Möglichkeit, die Kugeln anzuordnen, denn 2-1 ist das gleiche wie 1-2. Denn die Reihenfolge spielt ja keine Rolle. Wenn die Reihenfolge eine Rolle spielt, dann ist 1-2 etwas anderes als 2-1. Aber da die Reihenfolge hier keine Rolle spielt, stellt 2-1 rein optisch das gleiche dar wie 1-2. Deswegen müssen wir dieses hier entfernen. 2-2 ist in Ordnung. 2-3 ist auch in Ordnung. 3-1 ist wieder kritisch. 3-1 ist nämlich aufgrund der Tatsache, dass die Reihenfolge keine Rolle spielt, das gleiche wie 1-3. Also auch das müssen wir entfernen.
3,2 müssen wir auch entfernen. 3,2 ist nämlich das gleiche wie 2,3. Müssen wir also auch entfernen. Letzten Endes haben wir in diesem Bereich also nur noch 6 Möglichkeiten. Die passende Formel für diesen Bereich sehen wir hier. N plus k minus 1, man spricht das Ganze aus über k, das ist also so eine Klammer. Mathematisch gibt man im Taschenrechner ein, dieses über mittels n, c, r, also kleines n, großes c, kleines r. Müsst ihr mal auf eurem Taschenrechner nachschauen, wie man das entsprechend, wo die entsprechende Taste ist. Wir setzen mal ein, n plus k, n ist 3 plus k 2 minus 1 über k, also über 2. Wir erhalten in so einer Überklammer 3 plus 2 ist 5 minus 1 ist 4, also 4 über 2. Und wenn ihr jetzt 4 über 2 mittels NCR in den Taschenrechner eingibt, ihr müsst eingeben 4, dann irgendwie über Shift das NCR aktivieren, dann die 2 und dann müsste die Zahl 6 herauskommen. So, schauen wir uns den letzten Fall an. Ohne Zurücklegen, ohne Reihenfolge. Ich habe die ganzen Zahlen übernommen, so wie sie in dem ersten Fall auch sind. Jetzt müssen wir eine Mischung machen aus dem Fall und aus dem Fall. Da es ohne Zurücklegen ist, ist diese Diagonale hier nicht möglich. Also 1, 1, 2, 2, 3, 3. Wie gesagt, aufgrund der Tatsache, da wir die Kugeln ja nicht zurücklegen, da es ohne Zurücklegen ist, ist 1, 1, 2, 2, 3, 3 nicht möglich. Da es auch ohne Reihenfolge ist, ist zum Beispiel 2, 1 das gleiche wie 1, 2. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Deswegen müssen wir auch diese drei Elemente wieder entfernen. 1, 2, 3. Verbleiben insgesamt also noch 3 Möglichkeiten übrig. Die entsprechende Formel sehen wir hier. Oben im Zähler n Fakultät, unten im Nenner in Klammern n minus k Fakultät und das nochmal multipliziert mit k Fakultät. So, wir setzen ein. N Fakultät, also 3 Fakultät, durch in Klammern n minus k Fakultät, also 3 minus 2 Fakultät mal k Fakultät mal 2 Fakultät. 3 Fakultät oben im Zähler ergibt 6, ist nämlich 1 mal 2 mal 3. 3 minus 2 ist 1 Fakultät, 1 Fakultät ist 1 mal 2 Fakultät. 2 Fakultät ist 1 mal 2, also 2. Wir erhalten unten im Nenner 1 mal 2, oben im Zähler eine 6 und 6 durch 2 ist eben 3. Und das sind genau diese drei Möglichkeiten, die wir hier sehen. So, ich werde als nächstes nochmal hier diese komplette Übersicht zusammenfassen. Dann nochmal die Erklärung. Wir befinden uns beim Urnenmodell, also nicht im Bereich der Permutation. Bei der Permutation ist es ja so, dass wir alle Gegenstände anordnen, also alle drei Kugeln würden wir anordnen, aber wir sind gerade nicht bei der Permutation, denn von den drei Kugeln, die in dieser Urne drin sind, wählen wir 2 durch Ziehungen aus. Um mit den Formeln, die wir jetzt hier gleich nochmal ansprechen werden, sinnvoll zu arbeiten, müssen wir erstmal definieren, was die Buchstaben klein n und klein k sind. Klein n ist die Anzahl der Elemente, in unserem Fall 3, also n ist gleich 3. Und klein k ist die Anzahl der Ziehungen, in unserem Fall ist k gleich 2, denn aus dieser Urne möchten wir 2 mal ziehen. Jetzt kommen wir zu dem Entscheidenden, warum wir hier einige Fälle unterscheiden müssen, denn dieses Ziehen aus der Urne können wir unter verschiedenen Bedingungen durchführen. Erstes Kriterium, was zu beachten ist, ist das Kriterium Zurücklegen. Wir können nämlich die gezogenen Kugeln, die wir aus der Urne ziehen, entweder wieder in die Urne zurücklegen oder wir können sie draußen lassen aus der Urne. Das wird entsprechend Einfluss darauf haben, wie viele Möglichkeiten existieren. Zum anderen ist es entscheidend, ob die Reihenfolge, in der wir die Kugeln aus der Urne ziehen, ob die von Bedeutung ist oder ob die nicht von Bedeutung ist.
Überlegen wir nochmal, warum in diesem ersten Fall mit zurücklegen und mit Reihenfolge folgende neuen Möglichkeiten eintreten können. 1-1 bedeutet, wir haben als erstes Kugel die 1 gezogen und als zweite Kugel nochmal die 1. 1-2 bedeutet, erste Kugel war eine 1, zweite Kugel eine 2. 1-3, erste Kugel eine 1, zweite Kugel eine 3. 2-1, erste Kugel war eine 2, zweite Kugel eine 1. Und nach diesem System geht das eben weiter und deswegen bekommen wir insgesamt 9 Möglichkeiten. Die Formel in dem Bereich mit zurücklegen, mit Reihenfolge lautet n hoch k. Ich rahme hier gerade mal ein. Und wenn wir das entsprechend einsetzen, n hat den Wert 3, k den Wert 2, erhalten wir 3 hoch 2, also 9 verschiedene Möglichkeiten, aus dieser Urne 2 Kugeln rauszuziehen. In diesem zweiten Fall, wo die andere Formel gilt hier, n Fakultät durch in Klammern n minus k Fakultät, haben wir eine andere Situation, nämlich jetzt ist es ohne Zurücklegen. Das heißt, die Kugeln, die gezogen werden, bleiben draußen. Genau aus diesem Grund mussten wir diese drei Möglichkeiten hier wegstreichen. Also 1-1 ist nicht möglich. Ich kann nicht Kugel Nummer 1 ziehen und anschließend nochmal die Kugel Nummer 1, denn die Kugel Nummer 1 bleibt ja draußen. Wie gesagt, ohne Zurücklegen. Aus dem gleichen Grund ist 2-2 und 3-3 nicht möglich. Von den 9 Möglichkeiten müssen wir also 3 wegstreichen, verbleiben 6 und genau diese 6 liefert uns diese Formel. Ist ja irgendwie auch logisch, dass wir weniger Möglichkeiten haben, als im Vergleich zu mit zurücklegen. Also wenn wir Kugeln nicht zurücklegen, den Versuch also ohne zurücklegen durchführen, haben wir immer weniger Möglichkeiten, als wenn wir den Versuch mit zurücklegen durchführen würden. So, das war das Kriterium zurücklegen. Wir können aber auch das Kriterium Reihenfolge verändern. Hier oben bei diesen neuen Möglichkeiten haben wir den Versuch noch mit Reihenfolge durchgeführt. Jetzt wollen wir den Versuch ohne Reihenfolge durchführen. Was bedeutet das ohne Reihenfolge? Wir haben hier zum Beispiel in der ersten Kugel die Nummer 1 gezogen und in der zweiten Kugel die Nummer 2. Wenn wir jetzt die beiden vertauschen, also die Möglichkeit 2-1, dann ist das gleiche wie 1-2, denn die Reihenfolge soll ja hier keine Rolle spielen. Es ist optisch egal, ob ich zuerst die Kugel 1 und dann die Kugel 2 ziehe oder ob ich zuerst die Kugel 2 und dann die Kugel 1 ziehe. Die Reihenfolge soll in diesem Fall keine Rolle spielen, deswegen ohne Reihenfolge. Deswegen ist 2-1 das gleiche wie 1-2. 3-1 wäre das gleiche wie 1-3 und 3-2 wäre das gleiche wie 2-3. Deswegen müssen wir diese drei Möglichkeiten hier wegstreichen. Aus unseren vorher 9 Möglichkeiten verbleiben jetzt wieder nur 6. Und auf die 6 würden wir mit dieser Formel hier kommen, die ich gerade grün umrahme. Wobei hier noch zu beachten ist, dass diese Klammer eine sogenannte Überklammer ist, die im Taschenrechner mit NCR einzugeben ist. Kleines N, großes C, kleines R. Müsst ihr mal auf dem Taschenrechner schauen, ob er da irgendwie mit der Shift-Taste oder Stacken-Taste an diese Funktion drankommt. Auch hier ist es wieder logisch, dass der Wert kleiner ist als unsere ursprünglichen 9 Möglichkeiten, denn bei Mit-Reihenfolge ist ja 1-2 was anderes wie 2-1 und deswegen gibt es auch mehr Möglichkeiten. So, in dem letzten Fall greift dann beides, sowohl ohne Zurücklegen als auch ohne Reihenfolge. Wegen ohne Zurücklegen müssen wir diese doppelten Geschichten rausnehmen, also 1-1, 2-2, 3-3. Wegen ohne Reihenfolge wäre zum Beispiel 2-1 wieder das gleiche wie 1-2. Deswegen müssen wir diese drei Fälle hier noch entsprechend entfernen. Verbleiben insgesamt nur noch 3 Möglichkeiten. Da sehen wir das, die 3. Und die Formel, die wir hier oben sehen, die ich jetzt auch wieder in grün einrahme, liefert uns entsprechend die 3.
Ja, und um hier eine bessere Übersicht zu haben, werde ich jetzt die vier Formeln, die ich hier grün eingerahmt habe, auf der nächsten Seite nochmal übersichtlicher darstellen. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.